Moin moin Leute, herzlich willkommen zum Video auf meinem Kanal. Wie ihr vielleicht schon im Hintergrund sehen könnt, haben wir da einen sehr interessanten Schornstein und dazu noch ein sehr interessantes und vielversprechendes Gelände. Ja, dann nehme ich euch mal mit. Viel Spaß schon mal. Der Basti ist auch mit am Start. Hi. Und dann viel Spaß. So, dann geht's mal in die riesig große Rumpelkammer. Schaut euch mal diese Ausmaße an. Riesig große Berge von irgendwelchem Zeug. Von der Decke tropft es ohne Ende. Ist ja auch kein Wunder, da oben fehlt mittlerweile auch schon ein Teil der Decke. Kann man schön durchgucken. Ich würde sagen, wir kämpfen uns mal langsam aber sicher von der einen Ecke zur anderen. Das ganze Desaster nimmt hier gar kein Ende. Was haben wir hier? Europa-Kassetten. Das Lied der Schlümpfe. Die Biene Maya, um Gottes Willen. Heidi und andere Kinder jetzt. Da brechen bei mir schon wieder irgendwelche Traumata auf. Schnell weg. Es ist einfach nur ein Haufen Müll. Es ist unglaublich. Das hier müsst ihr euch mal geben. Die ist so verrostet, als wenn man die unten vom Grab der Titanic wieder hochgeholt hätte. Die Eishockeysaison 92-93. Sega Premier Edition. Als VHS-Kassette. So Leute, und jetzt kann ich euch sagen, das darf ich natürlich hinterher richtig pixeln. Am besten schalte ich es gar nicht erst richtig scharf. Was haben wir hier? Ball der einsamen Bootblack. The Pit. Beauty Body. Hey, da ist sogar noch die Videokassette drin. Klinikum. Und Extrem 141. So, jetzt nehmen wir uns mal dieses Ding hier vor. Ich sag euch, das ist der Wohnwagen der körperlichen Laster. Überall, und das darf ich wahrscheinlich alles wieder pixeln, wie auch das vorhin schon. Und ihr seht ja, wie das hier dann aussieht. Herr der Ringe 1, VCD. Nurses, okay. Junge Extremes, okay. Hier geht's weiter. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass bevor dieser Wohnwagen hier seine letzte Ruhe gefunden hat, er an der nächsten Bundesstraße stand und um Kunden geworben hat. So, hier sind noch mal weitere Plätze zum Trocknen von den Ziegeln. Da kann man auch mal reingucken. Aber so spektakulär ist das gar nicht. Das ist einfach nur ein tiefer, langer Gang. Und am Ende Ziegel. Oder Steine, besser gesagt. Und neben dem üblichen Müll, diesmal in Form von einem Haufen Fernseher, ist das hier sicherlich einer der ältesten Teile von dem ganzen Konstrukt, von dem ganzen Gebäude. Und hier gegenüber, da wird wohl mal jemand drinnen gesessen haben und aufgepasst haben, dass alles vernünftig läuft. Also so eine Art Verwalter oder Aufpasser oder Vorarbeiter. Hier müssen wir jetzt mal ein bisschen schneller rüber gehen, wie von außen einsehbar, würde ich sagen. Also das ist das nächste Nebengebäude. So, und jetzt geht es hier ab in die Dunkelheit. Hier waren wohl mal Sanitätsräume. Wieder überall ganz klar Sondermüll, Buntlack. Oh, hier wieder etwas anderes. Hier kann ich mir durchaus vorstellen, dass hier mal jemand eine Zeit lang gewohnt hat. Ich meine, das ist doch völlig offensichtlich. Wer Maggi hier hinstellt, der macht es sich gemütlich bzw. heimisch. PC-Tastatur, Laptop-Tastatur, CD-Ständer und ein ausführlich beschriebener und nummerierter, hätte ich jetzt fast gesagt, Kleiderschrank.
falls ich von abends bis morgens vergessen habe, wo meine Pullis sind, dann kann ich hier drauf gucken und sehe, sie waren mal in dieser Schublade oder sind in dieser Schublade. Schaut euch mal das an. Kaffee. 6.11.2009 Ablaufdatum. Naja, vielleicht ist ja jemand mutig und probiert das Zeug nochmal. Was haben wir hier? Eine Tafel mit... Ja, ich schätze mal, da haben wir die ganzen Schlüssel gehangen. Nummeriert. Oh, und hier... Ist das... Das war wohl mal... Oder sollte wohl mal... Eine Art Partyraum werden. Ja, was hätte ich gesagt? Müll bis zum Horizont. Wir befinden uns jetzt in der alten Kfz-Werkstatt, die da drin war. Und ja, gleiches Bild auch wie schon drüben. Man hat sich keine Mühe gemacht, das Ganze hier aufzuräumen. Für die Umwelt ist das natürlich überhaupt nicht gut. Keine Frage. Aber wir schauen mal, was wir hier noch alles Schönes finden. Oh, ich sehe was. Ich sehe was. Ich sehe was, was ihr noch nicht seht, aber ihr werdet es gleich auch sehen. Das ist ein alter Trabi. Leider total zugerichtet. Scheiben kaputt. Sitz halb raus. Alles kaputt gemacht. Ja, was soll man dazu sagen? Gar nichts kann man dazu sagen. Hier an den Wänden sieht man so Zahlen. Das ist sicherlich von der Kfz-Werkstatt hier nachträglich draufgemalt worden, um ja, möglichst irgendwelche Teile, die man mal eingelagert hat, dann auch wiederzufinden. So, wir marschieren jetzt hier nochmal die Treppe hoch zum Büro des Kfz-Betriebs. Noch einmal die Aussicht in Anführungsstrichen genießen auf dieses Chaos hier drin. Einmal weiter. Oh. Ja, was sehen wir hier? Ein heilloses Durcheinander. Jede Menge Kleidung. Dosen, Hundedosenfutter. Das war wohl mal ein Hundeliebhaber, wie es scheint. Und hier hat wohl auch mal jemand genächtigt über alle Unterlagen. Da will ich mal gar nicht so drauf filmen. Ja, sowieso wichtige Unterlagen. Passkopien. Ja, ja. Ein paar Sanitärräume. Ah ja. Ja, ein großer Drucker. Kopierer. Es ist ein Kopierer. Und ein Kopierer, würde ich mal sagen, alter Bauart, ja, Machart. Richtig analog noch, so wie das gehört. Ich habe an meinem Drucker auch so einen fetten Schalter dran. Aber der schaltet gar nichts Großartiges mehr. Das ist einfach nur ein ganz normaler Kippschalter. Und danach ja, merkt die Elektronik oder das Steuerprogramm des Druckers, ich soll mich ausschalten oder ich soll mich einschalten. Also nichts mit ausschalten, sondern einfach nur mit, wie nennt man das so schön, runterfahren. Ein Zeichenbrett. Made in Germany, das hat auch schon ein paar Jahre hinter sich. Seit 1973. So, nun sind wir fertig, beziehungsweise alles... Konnten wir leider nicht aufnehmen, weil mein Akku dann irgendwann in die Knie gegangen ist. Ein riesiges Gelände, wie ihr gesehen habt. Und ja, hier hinten stehen noch ein paar Wohnwagen. Da gucken wir jetzt besser nicht mehr rein. Wir haben da schon einen Wohnwagen gesehen, das hat uns schon gereicht. Ja, falls es euch gefallen hat, ich hoffe, es hat euch gefallen, dann lasst ein Like da. Schreibt vielleicht was Interessantes in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal nochmal wieder. Ciao. Tschüss.